Beispiele jetzt für die Nutzung von Prozeduren, Funktionen und insbesondere Parametern. Hier habe ich eine Klasse Dual definiert mit einer Funktion Dual, die eine Dezimalzahl umrechnet in eine Dualzahl oder Binärzahl. Eine Binärzahl ist eine Zahl zum Stellenwertsystem 2, die besteht nur aus Nullen und Einsen. Das Dezimalsystem ist ein System mit den Ziffern 0 bis 9. Das ist ja das System, mit dem wir immer rechnen. Aber es gibt auch andere Stellenwertsysteme. Wir haben sie ja schon mal kennengelernt. Das Hexadezimalsystem insbesondere und das Dualsystem. Und man kann natürlich Zahlen in einem Stellenwertsystem in ein anderes Stellenwertsystem überführen. Die 10 im Dezimalsystem entspricht beispielsweise der 1010 im Dualsystem. Und hier ist auch schon der Algorithmus angeführt, wie eine Umrechnung von einer Dezimalzahl in eine Dualzahl erfolgt. Das erfolgt nämlich, indem fortlaufend durch 2 dividiert wird, bis man 0 erreicht, und die Reste in der umgekehrten Reihenfolge gelesen, die Reste dieser Division, ergeben dann die Dualzahl. Also 10 durch 2 ist 5, Rest 0, 5 durch 2 ist 2, Rest 1, 2 durch 2 ist 1, Rest 0 und 1 durch 2 ist 0, Rest 1. Die analoge Dualzahl zur Dezimalzahl 10 ist also 1, 0, 1, 0. Mit dieser Funktion erfolgt genau das. Wenn ich hier eine Dezimalzahl übergebe, erfolgt in der String-Darstellung, hier wird ein String zurückgeliefert, erfolgt in der String-Darstellung die Ausgabe der Dualzahl, die analog ist oder äquivalent ist zu dieser Dezimalzahl. Das heißt, beim Aufruf von Dual von 10 würde mir geliefert der String 1010. Und das erfolgt entsprechend dem Algorithmus, den ich hier skizziert habe. Es wird fortwährend durch 2 dividiert und der Rest der Division wird quasi angehängt an die Dualzahl. Schauen wir uns das mal in Eclipse an. Hier ist das Programm. Ich gebe mal als Dezimalzahl an die 10 und erhalte als Ergebnis die Dualzahl 1010. Die Dezimalzahl 13 ist im Dual- oder Binärsystem die 1101. Also 1 mal 2 plus 0 mal 1 mal 1 plus 0 mal 2 plus 1 mal 4 plus 1 mal 8. Also 8 plus 4 plus 1 ergibt 13. So kann man sich das auch vorstellen. Ein drittes Mal, wenn ich die Dezimalzahl 29 habe, gibt es 1 plus 4 plus 8 plus 16. Das kann man verallgemeinern.